Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch Absolver. Wenn ihr die beiden Teile vorher gesehen habt, wisst ihr, was hier läuft. Wir sind im Battle und zwar habe ich mir einen Spieler geschnappt, System 32, und der scheint. Aha, okay, mir schwant, was da passiert. Wir sind jetzt in einem Kampf drin. Der scheint mit mir zusammen ein paar Fights machen zu wollen. Mal gucken, wie das weiterläuft. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, das ist Joshu, das ist Bösewicht mit einer roten Maske. Und okay. Du scheinst stärker zu sein als die anderen. Okay, das sind die Zombies, die er schon umgelegt hat, scheinbar. Ich mag es, wenn sie sich wehren. Klasse. Hup. Aber wo mein Partner ist, das weiß ich gerade nicht. Ich mal die Position wechseln. Okay. Offenbar ist meine Waffe durch. Und ich sehe meinen Partner nicht. Keine Ahnung, wo der eigentlich ist. Okay, ich muss mal ein bisschen Kraft sammeln. Und die Fäuste hochnehmen. Oh, das wird nichts. Ja, okay. Also, ich hätte jetzt gedacht, in diesem Koop-Modus würde man zusammenspielen, aber wahrscheinlich muss man die Aufgaben da doch irgendwie allein lösen. Keine Ahnung, wo mein Partner gerade ist. Der sich noch hier rumtreibt. Ich sehe ihn nicht. Ich meine, vielleicht hat es den auch aus dem Spiel geschüttelt, keine Ahnung. Ich werde den Kollegen hier mal ansprechen. Du wirst weitere Angriffe erlernen müssen, wenn du überleben willst. Okay. Trifft ein unbekannter Angriff deine Deckung, wirst du anfangen, ihn zu erlernen. Das ist gut. Wenn du die Fähigkeit deines Kampfstils gegen diesen Angriff einsetzt, erlernst du ihn noch schneller. Alles klar. Solltest du jedoch besiegt werden oder aus dem Kampf fliehen, dann geht dir all diese Erfahrung verloren. Siege sind der einzige Weg, Wissen zu sammeln. Okay, leuchtet ein soweit. Ja, dann gehen wir mal in diesen Meditations Zustand und Kampfdeck. Okay, wir haben mittlerweile Kriegshandschuhe und Schwert, ein paar Sachen gelernt. Okay. Bloße Hände. Tja, da sind wir immer noch bei der Geschichte, die wir kennen. Ich gehe jetzt mal auf H. Die Sachen haben wir alle ausprobiert schon. Das ist die Backfist. Hier scheinen sich neue Kombinationen abzuzeichnen, aber ich habe keine Ahnung. Okay, hier ist so eine, läuft eine Uhr ab. Da scheint eine Progression im Gange zu sein. Aber ansonsten echt keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich diese Geschichten starten soll. Sidekick Plus. Beenden mit. Es wirkt ja fast so, als könnte man sozusagen hiermit den Startpunkt festlegen und dann sich noch was suchen. Sagen wir mal.
den. Angriff ist bereits ausgerüstet. Möchtest du fortfahren? Das sagt mir nichts. Oder er kombiniert den dann vielleicht. Ich will mir halt nur nicht die Kombination, die ich jetzt habe, zerschießen. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Wir können das ja mal mit dem probieren. Wir nehmen den und den und sagen ja. Aha. Aber hier leuchtet jetzt ein Feld rot. Das ist komisch. Das sagt mir... dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Okay, hier könnte ich mir vielleicht was aussuchen. Okay, jetzt ist der weg. Also, das scheint... das ist ein bisschen eigenartig. Also ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Jetzt hier... Ich hätte jetzt gedacht, ich suche mir jetzt einfach einen Move aus. Also ich mache diesen Sidekick und suche mir einen Move aus. Beispielsweise... hier diesen... ja, und das scheint er auch zu machen. Die Frage ist nur, wie komme ich in den Kick hinein? Also ist er von Anfang an irgendwie... ich glaube, wir hatten irgendwas mit der rechten Schulter. Okay, jetzt macht er das tatsächlich. Nochmal, rechte Schulter. 1, 2, 3 und 4. Na, ist doch eine schöne Kombi. Ja, eine Geschichte, die auch in den Foren beklagt wurde, ist, dass man die Tastenbelegung nicht verändern kann. Also noch nicht. Keine Ahnung, ob das kommen wird. Ich bin gespannt. Okay, das war ja schon mal eine schöne Sache. Ich gehe nochmal, mach nochmal diesen. Ich stelle mich also mit der rechten Schulter zu meinem Gegner. Und dann macht er diese Abfolge. Und dann ist er in dem normalen Move drin. 1, 2, 3 und 4. Zack. Sehr hübsch. Hier kann man sich natürlich jetzt scheinbar solche Sachen... zurecht basteln. Das ist eben sozusagen der Start in der Linksauslage. Da macht er das hier. Macht er immer weiter. Alles klar. Kostet nicht viel Kraft, aber gibt auch nicht viel Schaden. Und wenn wir jetzt also den haben, der beginnt aus der Rechtsauslage. Quatsch, der kommt natürlich nicht schlecht. Nicht Rechtsauslage, sondern aus der rechten Schulter zum Gegner. Dann ist die Frage, was haben wir denn eigentlich? Hier. Wobei mir gerade auffällt. Das müsste er nicht aus der Rechtsauslage machen.
Und zwar. Jetzt ist er in der Rechtsauslage. Ah ja, das macht er auch aus der Rechtsauslage. Klasse. Also, da kann man natürlich enorm viel Zeit versenken, hier nach den idealen Kombinationen zu suchen. Ich meine, ideal sind es halt immer nur für bestimmte Zwecke, das ist vollkommen klar. Okay, also ich weiß, wenn ich in der Rechtsauslage stehe, dann macht er zuerst den Sidekick, also diesen seitwärts gestoßenen Kick, und danach den Jump. Und dann zieht er noch einmal rum. Warum macht er das eigentlich? Eins, zwei, okay. Weil er danach in der... In welcher ist das? Nicht in der, sondern in dieser steht. Ah, und da macht er, das ist klar. Da macht er den. Das heißt, ich weiß, wenn er in der endet, in dieser Position, linke Schulter, dann macht er danach bam, diesen Schwinger mit der linken, würde ich sagen. Patsch, ja, mit der linken. Okay. Na, da kann man sich natürlich schöne Sachen aussuchen. Und dann haben wir immer noch die Alternativen. Ich kann immer nach den Schaden, nach dem Schaden schauen. Das ist der, den wir hier gerade sehen. Spinning White Hook, also ein weiter Haken. Und zwar aus der gedrehten Position. Sehr hübsch. Okay, und in der macht er Fast Punch. Fast Punch könnte mir gut gefallen, um den Gegner zu unterbrechen. Und zwar, lass mich schauen. Er muss dazu... in der rechts... also rechten Schulterposition. Zack. Alles klar. Flatsch. Also, wenn er den macht, ist er danach in der Rechtsauslage. Dann müsste er, wenn ich jetzt drauf drücke, den gestoßenen Seitwärtskick machen. Genau. Und jetzt ist er wieder in der. Patsch. Patsch. Das ist ja eine tolle Geschichte. Also, gefällt mir sehr gut. Naja, ich denke, wir verlassen den Übungsmodus mal und schauen uns noch ein paar Gegner an. Ich bin jetzt auf Stufe 4. Kampfstil Forsaken. Ja, mit dem Parieren, das muss ich auf jeden Fall noch lernen. Dummerweise ist mein Dummy hier im Meditationszustand, der kämpft ja halt nicht. Ja. Das hat auch beknackt. Der lässt sich ja nur von mir verprügeln. Wie geht's hier weiter? Hier ist dicht. Kann man hier irgendwas finden? Ich glaube, ich komme zurück. Zentraler Hafen. Ja, genau, hier waren wir. Ja, ich schau mal, ob man hier noch irgendeinen Gegner findet. Oh ja. Das sieht nicht gut aus. Freilaufen und jetzt geht's weiter.
Mein Gott, wie viele Leute laufen denn hier rum? Na, das kann nichts werden. Das ist vollkommen klar. Also, dass sich da gleich eine Meute auf einen stürzt. Das ist schon krass. So. Was ich mir auch noch gut vorstellen kann, die Paraden noch zu perfektionieren. Ich suche mir mal noch einen etwas leichteren Gegner, jemand, der nicht sofort mit einem ganzen Trupp da auftaucht. Wen haben wir denn hier? Oh ja. So, aufgeschalten. Das war gut. Da hat es jetzt geklappt. Okay. Jetzt kommt dieser Kampfkick. Der ist auch hartnäckig, hartnäckig. Nein, noch komm. Nein. Ja. Okay, jetzt können wir uns um den kümmern. Na komm, komm. Ja. Da kommt der nächste, der hoffentlich nichts von mir will. So, was haben wir noch? Mich würde ja mal interessieren, wie das mit der Regeneration hier eigentlich so ist. Ich gehe mal in die Meditation. Angriff ist so bloße Hände, Schwert. Keine Ahnung. Wo man regenerieren kann oder ob man regenerieren kann. Bisher hat es mich dann immer erledigt. Hier scheint was zu passieren. Ah ja. Ah, toll. Ach, gleich drei. Zack, zack. Mir will hier auch nicht raus. Zack. Okay. Lass mich wiederbeleben. Und probier's von neuem. Wo gibt es hier einzelne Gegner? Einzelner Gegner wäre ja mal toll. Da haben wir einen. Zu früh gefreut. Umschalten. So, okay, wenn ich jetzt in diese C-Position gehe, komme ja nicht dazu. Ah, da ist der Power Punched gewesen, sehr gut. Interagieren, das hatten wir ja vorhin schon.
Hier gibt es nur den Tod. Aber wir haben einen Stufenaufstieg. So, Stufenaufstieg, ein Attributspunkt. Und zwar 10. Ich denke, dabei überlasse ich es da mal. Einfach um ein bisschen mehr Ausdauer zu haben. Okay, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Anmerkungen, Kommentare, Hinweise da. Würde mich freuen, wenn ihr Tipps habt für mich. Bin ja auch ein totaler Noob, der jetzt hier ins Spiel reingekommen ist. Also, wenn ihr Sachen zum Spiel wisst, sagt Bescheid. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Über ein Abo natürlich, ganz klar. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bye bye.